Soddle, hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge City Skylines Sunset Harbor hier. Harbor, ja, nicht Herbert. Sunset Herbert, ne, genau. So, meine Güte. Schön. Ja, man sieht's hier, kleine Müllprobleme. Ich habe gerade mal hier fix eine zweite Müllkippe hingebaut, weil wir im Moment noch nicht so viel Geld haben. Und was wollen wir heute machen? Ich möchte den Fischmarkt bauen, auf jeden Fall, hier rein. Wir brauchen noch ein bisschen Gewerbe. Und hier hinten bei unseren beiden Fischerei-Dingern würde ich gerne, habe ich mir überlegt, weil wir haben ja jetzt hier schon Auf- und Abfahrt und alles, würde ich hier gerne eine Forstindustrie hinmachen. Das könnten wir sehr gut machen. Müssen wir mal gucken, ob das Geld und die Zeit und alles reicht. Jetzt bauen wir hier erstmal in die Mitte ein bisschen Gewerbe wieder mit unseren Einbahnstraßen. Oh, na. Wo ist es? Wo ist es? Es ist immer lustig, wie das hier springt, ne? Von plus 2000 auf Ding, minus 500 und was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, warum. Ist mir jetzt aber ehrlich gesagt auch egal. So, wir machen das jetzt mal so. Dann geht das hier lang und es geht hier lang. Jetzt gucken wir mal, weil es wurde ja auch in den Kommentaren geschrieben, den Fischmarkt musst du in die Stadt bauen. Ist ja auch irgendwie logisch, ne? Weil da gehen die Leute den Fisch kaufen und nicht irgendwo hinten am Arsch der Welt. Kein Mensch fährt da hinten hin, wo wir die Fischereisachen gebaut haben, um frischen Fisch zu kaufen. Ja? Macht niemand. Das ist der schicke neue Fischmarkt. Sieht ganz cool aus, finde ich. Den setzen wir jetzt hier so rein. Machen links und rechts weiter unsere Straßen drumherum. So. Und so, dann geht's da lang. Die andere muss natürlich andersrum. Wir werden das jetzt gleich wieder noch ein bisschen anpassen. So und so. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das mit Move-It hier anpassen können, dass das so da ganz dran kommt. Das wäre praktisch. So und so. Ups. Das kann auch hier ran so. Und so. Hier noch hin. Und den noch hier hin, so. Müsste der mal noch so ein kleines bisschen... Oder wir machen die noch ein bisschen ran, so. Dass es passt und wir nicht so eine Knick da drin haben. Da haben wir hier den schönen Fischmarkt. Wunderbar. Können hier drumherum noch ein bisschen... Wasser haben wir alles, ne? Ja. Können hier noch ein bisschen Gewerbe bauen, was wir eh brauchen. Wir nehmen jetzt mal wieder Flaches hier, so. Hier meckert der jetzt rum, aber das ist mir gerade egal. Das passt schon. So, das heißt, das Gewerbe hätten wir. Wir müssen noch ein bisschen aufs Geld aufpassen. 5000 plus auf einmal. Die Straße muss natürlich noch hier oben ran, weil sonst hat das keinen Sinn. Die kommen ja nicht mehr hier raus. Einer links, einer rechts. So. Ansonsten sieht das ganz gut aus. Wir müssten jetzt auch wieder die Road Anarchy hier haben. Da nicht, da nicht. Okay, habe ich sie wieder nicht angestellt. Ich habe es auf jeden Fall installiert jetzt. Müssten wir dann spätestens ab der nächsten Folge wieder haben. Was war noch? Genau, ich wurde gefragt, welche Mods kannst du empfehlen? Generell müsst ihr mal schauen, es gibt ja jede Menge Videos, Top 10 Mods und was weiß ich. Was ich auf jeden Fall jetzt auf die Schnelle empfehlen kann, ist, wenn ihr schön bauen wollt, Move It, dann so Sachen wie Prop the Growables, Prop Line Tool, Prop Precision, Prop Snapping, dann gibt es noch... Was gibt's noch? Genau. Relight zum Beispiel, um sich selber hier sein eigenes Thema zu machen, dass das Ganze schöner aussieht. Also Sachen. Das ist jetzt aber alles eher in Schönbau, ja? Also in Richtung Schönbau. So, das heißt, wir brauchen Industrie. Dann gehen wir mal hier hinten hin. Der Fischmarkt steht. Das Gewerbe drumherum auch. Obwohl, komm. Wir machen erstmal hier fertig. Wir haben ja hier Platz. Warum bauen wir hier nicht überall noch ein bisschen Gewerbe drumherum? So, da freuen die sich. Sehr schön. Und Autosave. Jawohl. Hier ist wieder ein bisschen Platz. Das ist... Aber kriegen wir schon hin. So. Generell möchte ich halt zusehen, dass wir hier viele Einbahnstraßen drin haben, so dass wir auch ohne Probleme halt den Verkehr immer auf die Hauptstraßen hier außen lenken. Da müssen wir halt nur gucken, dass wir nicht ohne Ende dann Kreuzung haben und so weiter, ne? Sondern, dass das ordentlich vonstatten geht. Ich werde heute irgendwie belagert.
Erst der Hund, jetzt spielt die Katze hier mit einem Deckel von der Flasche. Ach ja, die Tiere, ne? Wir lieben sie. Aber manchmal nerven sie auch. So, das heißt, wir machen jetzt hier erstmal... Wir machen hier die Industrie... Ist das die Industriestraße? Nein, wir haben doch hier hinten die Industriestraße, ne? Kleine Industriestraße, genau. So, die ziehen wir jetzt erstmal, Ich hätte die gerne einfach so hier hoch. Geht das? Nein, geht natürlich nicht, weißt du. Kannst du das nicht höher machen? Oh, jetzt geht's. Okay. Das heißt, wir sind jetzt hier oben. Dann können wir hier lang gehen, so. Oh, damit das Ganze ein bisschen schöner aussieht, machen wir das mal so. Und dann... So, hier lang. Das ist dann so die Hauptstraße. So, da können wir lang. Dann wird das hier, später können wir das nach hier noch erweitern. Ja, erstmal wird, glaube ich, das hier reichen. Das heißt, wir setzen jetzt hier unser Hauptgebäude rein von der Forstindustrie. So, Forstwirtschaft, Instandhaltung, nein. Arbeiterunterkünfte, nein. Wir brauchen das Hauptgebäude und zwar hier. Bam. Jetzt können wir nämlich auch hier alles, wo ist es? Industriegebiet hier groß machen. Endlich habe ich es mal direkt auf Anhieb hinbekommen. Wahnsinn. So. Wunderbar. Wunderbar. Das hier alles. Das heißt, das wird dann unser Forstgebiet. Warum machst du jetzt wieder so... Ich hasse es. Warum macht der immer so Berge da rein? Das mag ich überhaupt nicht. So, wo war die... Kiesstraße hier? War die hier irgendwo? Hier hinten, glaube ich, ne? Da. So, dann können wir das nämlich hier einfach bitte mit gerade. Können wir das hier dran so runter? Können wir in die Richtung, so. Okay, dann können wir hinten lang gehen. Im 90 Grad Winkel. So. Diese Katze. Die hat echt einen an der Mappe. Aber egal. So, das heißt, wir brauchen noch ein Instandhaltungsgebäude. Das ist jetzt 30.000. Nö, wir machen erstmal hier. Machen wir große Plantagen, ne? Die kosten 12.000. Das ist nicht viel. Fangen wir mal hier in der Ecke an. Dann können wir da noch kleine hinsetzen. So. Und so. Drei Stück sollten reichen. Die brauchen natürlich wieder Wasser und alles, ne? Aber... Arbeiterunterkünfte, die können hier hin, vorausgesetzt es passt. Nein, passt nicht, dann müssen die so hier hin. Das ist aber ganz schön teuer, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das Instandhaltungsgebäude passt natürlich auch nicht hier hin. Ach ja. Warum sollte auch einmal irgendetwas direkt funktionieren, ne? So, und jetzt brauchen wir erstmal ein Lager hier. Für das ganze Zeug. Wir brauchen... Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen das jetzt erstmal hier platt. Wir machen ja 3000 plus. Haha. So, mach das mal zu. Pinselgröße bitte so. Diese Höhe etwas kleiner. So, kann hier das Lager hin und was weiß ich. Das müsste ja jetzt passen. Geld haben wir gleich keins mehr. Nein, das große passt immer noch nicht hin. Warum? Hier passt es hin. So, und dann hätte ich gerne ein... Ach, weil hier die Dingens ist, ne? Weil hier die, Oh je, oh je. Weil hier halt die, genau der Knick ist. Siehst du, wenn wir das jetzt so machen, müsste das bestimmt hier hinpassen. Jawohl. So, dann haben wir nämlich Sägespäne, wir haben einen Holzlagerplatz und jetzt brauchen wir nur noch ein Sägewerk. Für den Anfang und dann können wir das Ganze ja erweitern. Eine Biopelletfabrik. Arbeitsplätze 70. Arbeitsplätze 46. Mach mal hier. Mach mal diese Fabrik. Die können wir hier oben hin machen irgendwo. Eher in die Nähe. Machen wir sie mal hier hin. So. Haben wir. Die brauchen Rohholzprodukte und machen Papier daraus. Das können sie dann wunderbar exportieren oder was weiß ich. Hier kommen die ganzen LKWs. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir den Strom hierher bringen müssen. Und Wasser. Wobei, Wasser ist hier. Weil Wasser ist ja immer das Teure. So, ihr habt Wasser. Ihr habt Wasser.
So, dann haben alle Wasser. 29.000. Was kostet der Strom hierhin? Wahrscheinlich wieder viel zu viel. Die sind da alle angeschlossen, aber das wird im Leben nicht reichen. Machen wir erstmal so. Doch, das reicht. Die haben alle Strom. Okay, dann reichen die zwei erstmal für hier. Angesichts unseres Geldbetrages, den wir hier haben. Schauen wir mal. Was sind das hier? Buchen? Was können wir noch reinmachen? Nadelbaum oder Erlen? Nehmen wir Erlen, das sieht schöner aus. Ich mag Erlen. Oh, Erlen, Erlen. Und nochmal Erlen. Bam. Übrigens, in der letzten Folge hatte ich ja gefragt nach einem Namen für die Stadt. Das läuft noch. Und nächste Folge werden wir dann bekannt geben, wie die Stadt heißt. Ja, so, dass du Bescheid weißt. So, jetzt haben wir hier die ganzen LKWs. Mautstation hatten wir hier letzte Folge gebaut. Habe ich an den beiden anderen Ausgängen jetzt auch schon eine gebaut. So, dass wir überall Mautstationen haben und die Maut bezahlen müssen, wenn sie in unsere Stadt wollen. Auch ganz praktisch. Die Fischfabrik wird gut beliefert. Wir könnten jetzt mal gucken, ob unser Fischmarkt hinten funktioniert. Ob der beliefert wird und ob da überhaupt wer etwas kauft. So, 32 von 33 Arbeiter, Fischverkäufe der letzten Woche, 90 Touristen, 0. Wie kriegen wir Touristen? Mit dem Intercity-Bus-Depot, würde ich sagen. Das ist einzigartige Fabriken, Lagerhäuser, nein, das war hier hinten irgendwo bei, ne? Hier, glaube ich, da die neuen Depots. Können wir uns natürlich keins von Bus-Überland-Bus, ich glaube, das hier ist das. Damit kommen dann auch Touristen. Neue. Das ist eins von den neuen Depots. Das heißt, wir haben hier dann Buslinien, ne, die normal in der Stadt rumfahren, und wir haben Buslinien von außerhalb. Das heißt, ist eine neue Outside-Connection nach draußen. Das heißt, vom Kartenrand kommen Busse in die Stadt, fahren hier an den Busbahnhof, laden die Leute aus und die können da dann in die Stadtbusse umsteigen. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir haben für absolut nichts und niemanden Geld. Das heißt, wir werden jetzt erstmal einfach weiter... Wir müssen gucken, wie voll die ist. Die ist schon wieder ein Drittel voll. Okay, es nützt nichts. Wir müssen eine Müllverbrennung bauen, auf jeden Fall. Problem ist nur, ich glaube, hier gehen die nicht dran, ne? Dann müssen wir das Problem jetzt erstmal lösen. Das ist eine kleine Müllverbrennung. Das ist eine Müllumschlagsanlage. Das große Recycling Center können wir uns nicht leisten. Das kostet 100.000. 5.400, da müssen wir erstmal eine kleine machen. Das nützt nichts, weil wir müssen was verbrennen, damit das hier weitergeht. So, die tut schon mal... wie viel verbrennt die? 48.000 pro Woche. Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was, dass hier mal weitergeht, dass die ihren Müll halt hier verbrennen, ne? So. Müllfahrzeuge in Verwendung. 5 von 27. Okay. Wie sieht es denn aus mit dem Müll, wenn ich fragen darf? 76.000 produziert, Kapazität 72.000. Das heißt, die Deponien werden nur noch ganz, ganz langsam voll. Ist ja schon mal was. Besser als nix. Die ist, wie gesagt, voll. Die müssten wir entleeren. Das machen wir, wenn wir genug Geld haben. Dann bauen wir so ein großes und einen Umschlagsplatz hier irgendwo. Weil die sind dann auch näher dran, die fahren in der Stadt rum, sammeln den Müll ein, bringen ihn zum Umschlagsplatz und von der großen Verbrennung kommen große LKWs, die sammeln das da ein und bringen das dann zur Verbrennung. So, wie können wir hier jetzt noch schön mit normalen Straßen Häuser bauen? So, lassen wir mal den 90-Grad-Winkel. So. So und so. Können wir hier noch ein paar Häuser reinmachen? Wir können hier hin machen. Haben wir aber da. Ah, das ist egal. Das ist mir jetzt echt egal. Dann ist halt alles am Arsch. So. Und, das ist einer zu weit. So. Guck. Können wir das hier noch machen? Einen daneben. Bitte einen. Ah, das will er nicht. Okay. Schade. Dann tu den hier einfach ein bisschen so ganz fies zurück. Dann ist die Lücke viel kleiner. So, und jetzt könnten wir hier noch Fußgängerwege dran machen. Nehmen wir mal solche hier. Von hier nach hier. Geht das? Nein, aber es geht so. Das geht. Und von hier aus so dazwischen. So geht das. Von hier aus dahin.
mache aber mal hiermit so, dass die verbunden sind. Können wir nämlich zu Fuß dahin gehen. Dann können wir das Ganze hier nochmal drumherum machen. Ups. So und so. Und von hier aus dann auch noch so. Dass das alles miteinander verbunden ist und die hier überall hingehen können, zum Fischmarkt und so weiter. Wasser war hier, das heißt, jetzt kommen hier Häuser hin. Feuer! Es brennt! Feuer! Bisschen Industrie brauchen wir auch noch. Können wir die hier irgendwo hinsetzen? Ja, da zum Beispiel, das sollte reichen. So, die hier hat eh nichts mehr zu tun, die können wir jetzt leeren. Dann können die nämlich auch wieder losfahren und Müll einsammeln. Da wachsen noch ein paar Fabriken. Oh, guck mal, hier haben wir ja schon eine Holzindustrie, ich Idiot. Oh Gott, dann können wir die vielleicht später wegmachen, aber egal. Passt ja, dann haben wir hier die Sägemühle. Dann machen wir hier alles für die Sägemühle und hinten machen wir alles für die Dingens. Oh Gott, ich sehe schon die Kommentare. Du hast doch schon eine. Du hast doch schon eine, egal. Hier haben wir... Kann man das eigentlich wieder machen? Monumente? Nee, mit dem Surf... Ah ja, guck hier. Bodenrohstoffe. Können wir selber machen. Dann könnten wir hier auf der Seite Erz machen. Das könnten wir machen. Ne? Das könnten wir machen. So, Erz, Öl und so weiter, dass das ordentlich aussieht. Naja, dann haben wir jetzt halt zwei Holzindustrien, was soll's. Wir machen jetzt auch ordentlich Plus, wie man sieht, dadurch. Vielleicht könnten wir hier noch so ein paar kleine Industrien hinsetzen. Sagen wir mal so, dass das nicht zu viel aussieht. So und so. Das ist immer so einzelne kleine dazwischen. Das bitte nicht. Aber hier könnte so eine hin. Dort und dort. Einfach, dass das nicht so leer aussieht und wir hier noch so ein paar... Guck, das zum Beispiel, das sieht gut aus. Als würde das hier hinpassen. Hingehören oder sowas. Das ist in Ordnung. Ja? Nur so ein klitzekleines bisschen. Und es bringt ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Leben in die Gegend hier. Wie gesagt, die ist immer voll. Naja, super, ey. Könnte ich schon wieder... Aber das ist nicht schlimm, dass wir da eine zweite gemacht haben, weil irgendwann muss die ja auch mal weg, ne? Ist schon wieder zu wenig Wasser. Wasserverfügbarkeit? Nein, eigentlich nicht. Dann ist hier in der Mitte kein Wasser drin. So und so. Ihr habt... Hier oben ist auch noch nichts. Zieh mal weiter. Bitte, was haben die für Probleme? Nicht genügend Käufer für Produkte. Wir haben doch ohne Ende da hinten. So, die ist 80%. Die ist 55%. Der ist am Verbrennen wie blöde. 100.000. Wir könnten uns jetzt schon... was ist hier los? Da ist wieder Müllproblem. Ja, wir müssen dringendst was für den Müll tun. So, hier ist noch eine Ampel. Was macht die da? Machen wir weg. Bitteschön. So, dann könnten wir hier Folgendes machen. Die warten, die haben Vorfahrt. Bitteschön. Die parken hier echt. Die parken hier. Lass mal gucken, was das kostet. Wir brauchen für den Umschlagsplatz brauchen wir 20.000. Und für die Verarbeitungsanlage brauchen wir 100.000. Das heißt, wir bräuchten 120.000. Die hätten wir. Das Problem ist nur 240 und 5.400. Aber das wäre auch total übertrieben im Moment, weil wir produzieren gerade 87.000. Die kosten 1.400. Und ja, Gott, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, eine zweite hiervon wäre dann in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, ob die hier... Aber die haben auch normale Müllverbrennungs-LKWs, ne? Ich glaube nicht, dass die hier die Sachen aus der Müllumschlagsanlage holen. Das glaube ich nicht. Parkplätze können wir irgendwo auch mal hinmachen. Wenn ich das hier sehe, da wird mir schlecht. Dass sie die ganzen Straßen zu parken. Das ist echt... Ach, guck mal, wie schön das aussieht. Weißt du, was wir total vergessen haben? Ein wenig, ne? Ein wenig Pep in der Stadt. Das haben wir vergessen, du. Jetzt mal auf die Ecke. So. Die freuen sich. Jetzt können wir hier noch eine Hüpfburg hinsetzen. So. Tada! Da oben kann auch eine Hüpfburg hin. Tada!
Also Hüpfbogen sind mein absoluter Favorite, kann ich nur sagen. Tada! Schon ist die ganze Stadt wieder toll. Wie sieht es eigentlich mit Schule aus? 300, 500, 700 und 1000. Uni 1400 berechtigt schon. Machen wir aber noch nicht, das kostet mir zu viel. Das müssen wir erstmal in der Hinterhand halten für die... Hui. So, nein, die soll ja auch hier jede Menge... Machen wir hier auf die Ecke. So, soll ja auch jede Menge hier abdecken. Das Plus hier, das müssen wir in der Hinterhand halten für den Müll gleich. Und Strom, schätze ich mal. Der wird auch nicht mehr lang halten. Doch, der hält noch. Der hält noch. Die sind echt gut. Die sind echt gut. Und irgendwann können wir dann mal hier die, die Meilensteine setzen, wie das Fusionskraftwerk und so. Was ist das hier alles? Nudelrestaurant. Ach ja, genau. Wir haben ja auch eben das, das Asia Content Creator Pack, habe ich mir eben gegönnt. 5 Euro, kann ich auch jedem empfehlen. Schicke, schicke Sachen bei. So, jetzt müssen die hier natürlich langsam aufsteigen und gebildet werden. Dafür gibt es noch eine Grundschule. So viel Spaß muss sein. Nehmen wir mal hier eine freie Schule. Die sieht auch ganz schick aus. Ist auch für Grundschule, ne? 550, ja, dann passt das. Wahrscheinlich ist sie direkt voll bis oben hin. Ja, noch nicht ganz, aber geht. So, die fahren hier lang. Die Autobahn ist voll. Das Industriegebiet muss demnächst echt weg. Das möchte ich woanders hin haben. Du kannst ja mal eine Idee geben, wo das Industriegebiet hin soll. Hier könnte man vielleicht nur eins machen. Da ist auch eine Zuganbindung und Autobahnanbindung. Das muss weg. Wir müssen das Ganze mit Inlandkläranlagen machen. Und ansonsten würde ich sagen, wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, darfst du gerne abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede.